Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So, Insel voraus oder Land in Sicht, wie man es auch sagen möchte. Kurz mal nicht aufgepasst und zack, wir sind auf Land gestoßen. Na gut, dann gucken wir mal kurz, dass wir... Oh. Okay, das ging schnell. Oh, ein ganzer Tresor. Was? Ist das eine Kassette? Und 3 Titanerz. Das hat sich doch mal gelohnt. Aber eine Kassette? Ist das für unser Radio? Ich glaube schon. Aber ich weiß halt nicht. Einige Songs davon sind Copyright. Das könnte ein bisschen Probleme geben. Würde ich aber trotzdem gerne mal abspielen wollen. Wenigstens mal so ein bisschen reinhören. Auch auf die Gefahr hin, dass die Folge jetzt, ein bisschen Ärger kriegt. Wenigstens mal reinhören. Wenigstens mal anglupschen, das Ganze. Weil 1, 2 Songs konnte ich davon abspielen. Einer ging davon nicht. Irgendwie. Wenn ich das jetzt richtig in Erfahrung gebracht habe. Aber ich musste da nochmal ganz genau gucken im Register. Schauen wir einfach mal. Zur Not lasse ich es einfach auf mich zukommen. So, jetzt machen wir hier nochmal die Bäumchen so ein bisschen platt. Weil ich brauche sowieso Holz. Nehme ich mir hier gleich nochmal ein bisschen Grünzeug mit. So. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir jetzt hier das Inselchen hier mal so ein bisschen umschiffen. Na, da hinten haben wir noch einen. Den nehme ich noch mit. Die jute Palme. Oder ich nehme sie auch nicht mit. Wurde gerade gesagt, nee, nimmst du nicht mit. Kein Willi hier. Kein Willi hier. Das heißt, wir können hier ganz gechillt auf unser Bütchen einmal wieder ruf. Gut, dann gucke ich jetzt erstmal, dass ich jetzt hier irgendwie wieder erstmal Kurs fasse. Bevor wir uns jetzt die Kassette anhören. Na, gerammt haben wir schon. Schon was noch. Muss dann nur einmal quasi so ein bisschen rum. Ich werde jetzt nochmal hier unsere Motoren starten. Dann geht das ein bisschen schneller. Dafür sind die Motoren geil. Dafür sind die einfach geil, weil ich kann jetzt einfach hier schön dran vorbeischippern. Und ich muss jetzt nicht überall hinlaufen, überall einzeln einmal klicken. Das ist noch geiler. So, jetzt können wir schon wieder ein bisschen rum hier. Ah, so. Sieht gut aus oder kriegen wir den gerammt? Ne, sieht gut aus. Sieht optimal aus. So, und der Wind hat sich schon wieder umgedreht. So wie es aussieht. So, jetzt können wir schon wieder Motoren abmachen. So. Ja, wir schippern. Wunderbar. Regnen tut es auch gerade. Pissiges Wetter, ey. So, wir haben auf jeden Fall nochmal 3 weitere Titanerz. Sehr geil. Gleich in den Schmelter schmeißen. So, Kassette. Wir haben den Kassettenrekorder, den hatte ich hier. Moment, ich nehme mal kurz das Ding mit, damit ich... Ich habe das ja falsch rum hingestellt. So. Ich bräuchte hier irgendwie einen Tisch oder so. Ah, jetzt. Man hört fast gar nichts.
Alter, ist es leise. Oh yeah. Machen wir ein Partyboot raus. Okay, wo sind die Disco-Lampen? Ich habe keine Ahnung, ob ich das laufen lassen kann. Aber es ist sehr leise halt. Jetzt haben wir auch noch eine stürmische See. Kann ich das nicht einfach wieder auf die Hand nehmen? Dann. Ach, dann geht die Kassette auch wieder raus. Okay. Dann geht die Kassette auch wieder raus. Das heißt, ich muss es irgendwo hinstellen, wo ich dann halt auch immer wieder rankomme wegen der Kassette. Mach es erstmal hier vorne. Mach die Kassette erstmal wieder rein. So, und jetzt haben wir ein Partyboot hier. Yeah, Partyboot. So, aber ich mache erstmal wieder lieber aus. Nicht, dass ich jetzt hier nachher noch wirklich Probleme kriege. Und wir haben auch schon die nächste Insel. Ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht hier. Das ist schon die nächste Insel. Ja, komm, die steuern wir jetzt gleich auch nochmal mit an. Wenn schon, denn schon. Weil ich bin ja hier noch nicht wirklich weit mit dem Sammeln gewesen. Das waren vielleicht so 10, 20 Minuten maximal. Jetzt hänge ich hier mein eigenes Ding fest. Halt. Hier rum. Schwimmen wir da mal kurz rüber. Jetzt habe ich kein Dings mehr, ist aber nicht so schlimm. Ich habe auch gar keinen. Nee, ich muss nochmal zurück. Ich habe gar keine Schaufel. Ohne Schaufel geht das hier nicht. So, na. Ah, mal schließen. Ohne Schaufel geht das ja nicht. So, dann schauen wir mal. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Habe ich noch eine Schaufel da? Ich habe noch keine Schaufel da, aber ich habe meine Axt, kann ich ja nochmal rausnehmen. Wir können aber eine Schaufel craften, oder? Ja, komm, Metallbaden. Also, so geizig sollte ich nun auch wieder nicht sein hier. So, Schaufel haben wir. Ah, siehst du, ich habe da... Blindfisch lässt grüßen. Egal, die hält sowieso nicht mehr lange. Ich hätte sowieso bald eine neue gebraucht. Aber dann jetzt einmal rüber da. Das Partyboot verlassen. Bin mal gespannt, ob noch mehr Kassetten finden werden. Und wie viele es davon gibt. Jetzt können wir erstmal ein bisschen rumraven. Oh. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt wieder ein Köfferchen. Und der Koffer sagt nochmal zwei weitere Titanerz. Freude, yay. Das ist cool. Läuft ja eigentlich ganz gut. So, jetzt nehme ich den Baum nochmal mit, weil ich es kann. Holz brauchen wir sowieso wieder. Ich nehme alle Bäume mit, alle Melonen und alles, was hier jetzt rumfleucht. Zur Not kann ich ja die ganzen Melonen in Treibstoff umwandeln. Und mal ein paar Kokosnüsse und so. Oder ich, na, eigentlich müsste ich ja mal Vögel jagen. Und ein bisschen Chickenfleisch. Dann kann ich die Kokosnüsse gut verkochen. Ich meine, Kokosnüsse und Pilze waren das. Und davon haben wir ja eigentlich auch noch ordentlich was. Na, mal schauen. Jetzt müssen wir wieder zurückschwimmen. Und weiter treiben lassen. Aber irgendwie vermisse ich, dass Willi jetzt hier die ganze Zeit rumärgert. Wie man so einen kleinen Blödmann vermissen kann. Eigentlich bin ich ja hinter seinem Fleisch her. Das gute Fleisch. So, ach. Anker war vorne, ne? Passt schon. So. Einmal wieder hochholen. Da ist er.
Gut, dann kann ich ja jetzt weitermachen hier. Schauen wir jetzt erstmal nochmal was trinken. Ach, guck mal, hier hinten schwimmt er schon die ganze Zeit wieder rum. Ach, sind alle voll. Sind ja alle voll. Dann kann ich mir gleich Wasser schon mal Reserve nachholen. Hier ist noch was gekochtet. Da tun wir uns jetzt hier mal kurz Mamme dran. So, so. Und was haben wir hier? Fischeintopf. Fischeintopf hatte ich doch schon, ne? Ja. Müll. Er braucht schon Fischeintopf. So, dann muss hier einmal das Titanerz raus. Planken nach. Haben wir noch mal ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben jetzt 8 Titanerz. Wassertank hatten wir noch nicht. Control hatten wir schon. Wir dann jetzt als nächstes mal ausprobieren. Ja, Lagerräume, klar, ne? Aber Wassertank hatte ich noch gar nicht. Und das Ladegerät hatte ich auch noch nicht. Das wird an Treibstoffrohre angeschlossen. Genau, und da müsste ich mir mal überlegen, wie ich das am ehesten mache. Dafür brauchen wir 4 Stück. Ich hätte auch schon eine Idee. Und dann holen wir uns noch eine Platine. Schrott habe ich nicht genug bei. Und Kunststoff. Kunststoff. Das gute Plastik. Haben wir doch da. Ist doch kein Problem. So, Schrott dürften wir auch noch da haben. Das ist auch nicht das Problem. Dann haben wir jetzt mal eine Ladestation. Wie sieht das Ding aus und wie wird das angeschlossen? Wie viele Batterien kannst du laden? Was kannst du prinzipiell? Und wo stellen wir dich hin? Also ich könnte natürlich jetzt hier einfach mit dran setzen. Das dürfte eigentlich auch passen. So von der Konstrukt her. 2 Batterien gehen rauf, so wie ich das jetzt sehe. Wir können es ja hier jetzt einfach mal zwischenstellen. Benötigt Biokraftstoff, ja. Somit kann ich hier aber wenigstens nochmal rein und gucken. Ja, ist auch okay. Dann müssten die doch jetzt eigentlich hier fertig irgendwann geladen werden. Aber ich sehe hier... Ah, das ist ein bisschen doof. Doof angeschlossen. Gut, ist aber voll soweit schon. Und hier können wir jetzt leere Batterien wieder aufladen. Das ist cool. Das ist eigentlich mega cool. Könnte ich eigentlich auf jeder Seite so ein Ding setzen. Aber ich glaube, wir werden erstmal nur 1 brauchen. Jetzt fehlt noch der Wassertank. Den haben wir noch gar nicht. Kann an Wasserrohre angeschlossen werden. Aber es gab halt noch was. Wo waren da drunter? Genau, der Reiniger. Der kostet nämlich auch 4. Kann an Wasserrohre angeschlossen werden. Dafür brauchen wir noch mal ein bisschen Plastik. Ey, ich glaub's nicht. Wir werden mal plastiklos. Aber halt nur für größere Sachen jetzt hier. Oh, ich verliere hier schon die Hälfte. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann müssen wir mal kurz in die falsche Richtung laufen. Mal kurz ein bisschen was ablegen. Nägel hatte ich doch jetzt bei. Das heißt, ich kann hier schon mal Nägel reinsetzen. Hier ist noch nichts drin. Da soll ja dann später nochmal was rein. Da muss man nochmal gucken, was ich da reinmache. Seile brauchen wir gerade nicht. Das heißt, die lege ich mal kurz rein. Steine brauchen wir nicht. Dann dürfte es erstmal passen. Dann kann ich das erstmal herstellen. Erstmal angucken, das Ding. Ui, das ist super. Was das für ein Staubsauger, ey. Ein riesiger Staubsauger. Aber der gehört nach unten, so wie es aussieht. Den kann ich oben gar nicht platzieren. Und der braucht wohl wahrscheinlich wieder so ein Loch in der Mitte. Das heißt, hier vorne wird wohl wahrscheinlich demnächst auch nochmal Wasser hingestellt. Zum Ansaugen. Mit dem Staubsauger. Einfach genius. Gut, das heißt, ich muss das hier doch nochmal ein bisschen umgedenken. Ein klein wenig. Aber ich würde das gerne... Ja, der vorne muss rein, ne? Ins Wasser. Kann ich das nicht einfach hier mit dran stellen? Geht das nicht? Wenn ich das Ding hier vielleicht zum Beispiel wegmache. Oder blockiert dann die Mühle das?
Gut, dann reiße ich mal kurz. Halt Platz, ja. Reiße ich mal kurz die Mühle ab hier. Wir wollen das aber wenigstens mal angucken. So, wie das ganze Ding hier funktioniert. Ach, dafür brauchst du eine Batterie. Ah. So, na gut, ich habe bestimmt noch eine Batterie. Kann ich sogar noch eine basteln? Dann brauche ich noch nicht mal rüberlaufen. Dürfte ja nicht das Problem sein, eine Batterie zu machen. Drei Schrott und ein Kupferbahn. Na gut. Das dürfte nicht das Problem sein. Eine Batterie zu bauen. Kupfer haben wir nämlich genug. Kunststoff haben wir auch hier noch. Und Schrott habe ich auch. Also so ist es nicht. Haben wir doch alle da. Zwischendrin mal gucken, ob eine Insel in Sicht ist. Nee. Noch können wir das Boot ja so verunstaltet haben. So, jetzt was braucht ihr jetzt noch? Einen Schrott, nicht Kunststoff. Einen Schrott brauche ich. So, dann haben wir jetzt hier mal eine Batterie. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ding jetzt läuft. Mal austesten, das Ding. Batterie platzieren. Mit einem Staubsauger. Wie kommt man auf die Idee, mit einem Staubsauger Wasser zu filtern? Okay, und wie hole ich mir das jetzt ab? Indem ich jetzt einfach mit einer Flasche rangehe, oder wie? Mit Süßwasser füllen? Ah, damit fülle ich dann meine Flasche direkt wieder auf. Gut, jetzt würde ich gerne aber nochmal mit dem Wassertank rumspielen wollen. Das heißt, wir könnten ja jetzt hier ein Wasserrohr langlegen. Und dementsprechend dann nochmal mit einem Wassertank. Aber den können wir doch gut laufen lassen. Sieht man hier auch irgendwo den Ladestand von der Batterie noch? Nee, ne? Das hört sich an. Aber coole Idee, mit einem Staubsauger Wasser zu filtern. Ob das im Real Life wirklich gehen würde? Die Filter so krass sind, dass du da wirklich das Salz rausfiltern kannst mit einem Staubsauger. Das wäre schon cool. Das Ding hier ist fast voll. Da brauchen wir noch nicht mal lange, um voll zu werden. Na, dann müssen wir mal gucken, ob das wirklich so hinhaut. Und ich sehe schon die nächste Insel. Okay. Das heißt, ich muss mir jetzt schon mal leer machen. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Das ist eine coole Spielerei. Oh, die brauche ich aber. Die brauche ich aber. Die brauche ich aber. So, zwei Kopfschüsse. So, Hühnerschenke konnte ich jetzt gerade nicht aufnehmen. Machen wir aber gleich. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich muss erstmal ein bisschen was loswerden. Auf die Schnelle. Die Insel müssten wir sowieso gleich rammen. So, die drei Sachen dürften erstmal schon mal reichen. Das brauche ich nachher zum Kochen. Kann ich auch mal die Federn rausnehmen, auch wenn wir die nicht wirklich brauchen. Ja, ist noch ein Stück hin. Nur ein Stückchen. Nur ein gutes Stückchen. Vier Schenkel haben wir. Kann ich ja gleich verkochen. Wäre nicht das Thema. Das heißt, hier machen wir zwei hin. Da machen wir zwei hin. Was war das noch? Pilz? Pilz. Und Kokosnuss, genau. Und Kokosnuss. Wollen wir auch noch sehr viel übrig haben. So, dann können wir das hier schon mal durchköcheln lassen. So. Ja, ich habe hier jetzt noch die Farbmühle drin, aber wir können das schon mal reinschmeißen. Das können wir nachschmeißen. Und den Rest muss ich dann mal gucken. Und hier sind auch die Steaks fertig. Die wollte ich eigentlich jetzt mal essen. Mal ein bisschen vom gekochten Zeug runter. Und stopp. Wir sind jetzt schon ganz schön nah dran. Wir sind schon ganz schön nah dran. So, ja, muss ich jetzt mal gucken. Irgendwie, ich brauche, wie gesagt, hinten die Dinger langsam. Die ganzen Lagerbehältnisse. Ansonsten komme ich hier nicht wirklich weiter.
Das ist ja mein Problem hier. Müssen das halt auch mal anständig verlagern können. Einlagern können. Zum Beispiel hier die Samen und so weiter. Dann nur die Samen da reinschmeißen. Und so weiter und so fort. Hier habe ich sogar noch einen Samen. So, das dürfte hoffentlich reichen. Dann können wir uns wenigstens die Insel nochmal angucken. Dann kann ich ja offscreen rumtickern. Und nochmal ein bisschen Sortierarbeit leisten. So. Damit das dann auch endlich mal alles richtig reinhaut. Weil auf der einen Seite haben wir ja schon das Lager schon so halbwegs fertig. Mal schon überlegt, wie ich das am ehesten ansetze. Na? Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, noch ein Tresor. Noch ein Tresor, na denn? Was haben wir da drin? Kein Mixtape. Schade. Aber 4 weitere Titanerz. Sehr schön. Das heißt, wir könnten Wassertank in der nächsten Folge doch dann angehen, oder? Mal ein bisschen rum. Ja, 3 Stück brauchen wir dafür noch. Mal wenigstens von jedem einmal was haben. Das klingt doch gut. Finde ich. Das klingt doch mega gut. So, hier nischt. Muss ich mir nur überlegen, wie ich das dann nach vorne oder wo ich das konzipiell einbaue. Ich würde das eher dann hinten haben wollen. Hinten unten. So hinterer Bereich, aber dann halt unten. Weil vorne, doch, da würde ich nur die Mühle, also die Mühlen, die Blümchen haben wollen. Da wäre der Rest so ein bisschen too much. Wenn wir jetzt noch eine Wassertechnik mit einbauen. Weil hinten kommt das Lager ja sowieso nochmal komplett raus. Das wird ja dann hier hoffentlich bald mal verlegt werden. Ja, Turtle, ne? Ja, ich mach das ja schon. Aber das wird noch eine Weile dauern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit hoffentlich ein paar mehr Ressourcen wieder, damit wir auch wieder bauen können. Also, schaltet wieder ein und bis denn.